Liebe Leute, herzlich willkommen bei Trash Kurs mit Tessa und mit Lena on Temptation Island. Ich dachte ja eigentlich, wir haben das Ende schon erreicht. Ich auch. Aber hier gibt es noch ein Special Wiedersehen. Special. Ja. Und haben wir uns nicht lumpen lassen. Ihr habt uns fleißig geschrieben, ob wir da bitte auch drauf reagieren können. Und jetzt im Nachhinein sage ich, richtig so? Ich hätte es mir sonst nie angeguckt. Schlag rein jetzt. wir starten jetzt mit Nasrin und Josh. Also ich habe das geguckt und vorgeschnitten For You. Yes. Du hast Vivi angeschnitten und ich habe jetzt gestern dich beobachtet. Und es scheint sehr viel Abfuck zu sein. Das hier können wir uns einfach nur drüber lustig machen. Cool! Für alle, die sich jetzt fragen, ich habe ja das Wiedersehen gefunden, aber das finde ich jetzt wirklich nicht. Das gibt es diesmal bei YouTube. Und wir starten rein. Let's go! Was geht ab? Let's willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Heute mit Nasrin und Josh. Ja, war super gut, wa? Ihr wart getrennt feiern auch, ne? War cool, genau. Ja, die Mädels durftet, und ja. Jungs. War gestern Phil auch dabei? Nee, Phil war nicht dabei, nee. Okay, warum? Boah, also, Phil ist eine Sache. Ich habe Laura eingeladen. Ich habe Laura eingeladen, aber die haben gesagt, dass sie einen ruhigen machen wollen. Habt ihr guten Draht zu denen? Nee, zu Phil nicht unbedingt, nee. Zu Laura ein bisschen besser. Oh, das. Infos folgen auf jeden Fall. Was heißt folgen? Aber nichts Schlimmes. Also nichts Schlimmes. Alles cool. Ich glaube, es ist einfach alles so ein bisschen Interessenskonfliktmäßig. Alles oder cool. Manche Dinge findet er vielleicht nicht so gut. Boah, ich hab's halt nicht gefeiert, dass er so ein bisschen geschossen hat, ne? In alle Richtungen. Ja, in der Sendung und auch im Nachgang, so auf Social Media oder irgendwelche Kommentare. Die ganze Zeit so, obwohl wir halt ausgemacht haben, hey, wir sind ein Wolfsrudel, wir Männer, wir so supporten und so. Ja, du kennst es doch, oder nicht? Du warst doch auch mit deinen Jungs damals. Da ist man da drin und sagt so, hey, wir schauen ein bisschen, dass alles passt und so. Ja, wir wollen hier unsere Freundinnen nicht verlieren und bla bla bla. Ja. Voll. Ja, er war nicht so happy damit, dass er eigentlich der Bravste war, aus seiner Sicht, aber nicht diese Love-Storyline bekommen hat. Hä? Erstmal möchte ich mal ganz kurz sagen, ich würde, also zu 100% würde ich lieber einem Wolfsrudel begegnen, einem Rudel, als diesen vier Männern auf einen Schlag. Es ist so, als nächstes auf TikTok, bist du lieber alleine mit einem Mann? Nee, würdest du einem Mann lieber im Wald begegnen oder einem Bär? Ja. Fragen wir, würdest du lieber einem Wolfsrudel begegnen oder? Oder die vier. Nee, also Wolfsrudel für mich. Tammo, natürlich Maus, dich würde ich treffen. Was hast du dazu zu sagen? Also erstmal, ich hätte hier gerne Untertitel teilweise auch gerne gehabt kurz. Dann finde ich es aber geil, wie Josh sagt, naja, es ist alles cool. Ja, Mensch. Auch lass ihn unterbrechen. Ich verstehe auch nicht, zum späteren Zeitpunkt, hat er noch ein Statement geplant, riesiges? Oder? Du wirst dich auf jeden Fall noch aufregen, weil jetzt geht es ja schon los. Ich meine, wir sind es auch mittlerweile gewohnt, dass du selten jetzt auf Paare triffst, die in so ein Format reingehen, wegen des Formats wegen, sondern dass dann Sendezeit! So, und jetzt haben wir es aber hier nochmal eben, er hätte gerne diese Liebe-Storyline gehabt von Tammo, weil er wirklich auch der Meinung ist, dass Tammo ja eigentlich trotzdem mehr geliefert hat. Aber da muss ich auch sagen, Phil, wenn du es jetzt wirklich nach der Ausstrahlung immer noch so siehst, dann hast du immer noch nicht gerafft, was wir meinen mit einer Beziehung auf Augenhöhe und das die sich wirklich, so... Das lohnt sich nicht mal, darüber zu sprechen. Und ja, dann auch noch die Kommentare von Phil bei uns unter den Temptation Island Rankings. Naja, also ihm hat, glaube ich, vieles nicht so gefallen. Vieles. Es ist das immer wieder beim Männer-Ego halt, ne? Aber ja, er hat es doch aber jetzt zerkloppt. Er hat es doch... Symbolisch. ...durchschlagen. So. Es wird natürlich auch der Vorwurf gestellt, sozusagen, dass ihr nie ein Paar gewesen seid. Frechheit. Ihr seid eins, oder was? Bullshit. Also wir können jetzt hier mal kurz beweisen. Vorsicht, Lipgloss. Ja gut, aber hast du auch geküsst bei Make Love, Fake Love. Ja, aber doch nicht so mit so viel Leidenschaft wie mit mir. Schatz, nein, ich würde gerne was sagen. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz verinnerlichen, dass ich ihn gerade habe lachen sehen. Für mich anderer Mensch plötzlich. Hä? Ja, also man ist vielleicht mir so aufgeregt. Schatz, beweis mal. Ja. Vorsicht, Lipgloss. Also das ist wirklich der beste Beweis, dass ihr wirklich zusammen seid. Ja, so ein Bussi. Ja, meine ich ja. Und pass auf, behalt den Bussi im Kopf. Nein, wir machen jetzt kein jedes hier mehr. Bullshit. Nein. Viele können es vielleicht nicht verstehen, aber Josh und ich haben halt so ein bisschen... Wir sind zwei Freigeister. Und wir sind jetzt zusammen. Und unsere Beziehung spiegelt es auch so ein bisschen. Wir nehmen nicht immer alles so
nein, du darfst jetzt mit deinen Jungs nicht in Urlaub. Und wir sind einfach so ein bisschen chilliger. So. Habt ihr, geht das auch so ein bisschen in die offene Beziehungsrichtung? Nee, null. Nee, das okay. nicht. Aber nee, nee. Man redet halt über alles. Und wenn man ein Bedürfnis hat oder so, dann klärt man das halt. Und das wenn ich halt mal dann bumsen will, dann kläre ich das halt. Ich liebe es ja auch, dass sie uns gerade weismachen wollen, warum das bei denen ein bisschen anders ist. Wir sind echt so zwei Freigeister, da konnte ich noch folgen. Und bei uns ist es halt wirklich auch so, wenn man Probleme hat und Bedürfnisse, dann quatscht man halt auch drüber. Ja. Das ist aber nur bei uns wegen, weil wir Freigeister sind. Weil wir sind, Leute, wir haben es halt raus und das ist etwas anders bei uns einfach. Es ist schwer zu erklären. Ich versuch's gleich nochmal. Versuch's bitte weiter. Redet offen drüber. Genau. So, ja. Hey, ich finde die Person attraktiv oder so, das darf man sagen und ist ja auch normal so. Ja. Irgendwie. Okay, das heißt, du vertraust ihm schon zu 100%. Ich vertraue Josh zu 120%. Okay. 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 Woher kommt euer Grundvertrauen so allgemein? Dadurch, dass wir sehr viel kommunizieren und dass die Kommunikation passt. Okay. Und dass wir zusammengekommen sind und erstmal uns zwei Nächte komplett eigentlich hingesetzt haben und darüber gesprochen haben. Was willst du vom Leben? Was willst du die nächsten Jahre machen? Also so die Kennenphase, bist du nur unterwegs, bumst, keine Ahnung was. Wir sind jetzt zusammen eingeschlossen. Jetzt schließen wir uns ein und jetzt reden wir mal darüber. Was willst du eigentlich von der Beziehung? Vor allem. Zwei Tage. Vorher kommst du ja nie raus. Zwei Tage drüber, nur damit du dann nach anderthalb Jahren einfach unverhofft kommt, oft nach Unsburg ziehst. Hat dann doch nicht so gepasst mit dem Plan oder was? Ach nee. Aber gut, dass es noch beantwortet wird. Ja. Wo willst du hin? Was ist dir wichtig in der Beziehung? Da war das Main-Ding eben auch, dass man sich gegenseitig pusht in den Zielen und sich nicht im Weg steht. Weil es ist ja schon egoistisch zu sagen, ich brauche dich immer bei mir. Du darfst jetzt nicht nach Innsbruck ziehen oder du darfst jetzt nicht tanzen, wenn es ihre Leidenschaft ist. Genau. Wo wollt ihr hin mit eurer Beziehung noch? So, was sind eure Ziele? Ja, Stani halt. Also Haus, Kinder, Hund, Garten. Stani, okay. Ich wollte das nämlich noch zu Ende laufen lassen, weil es ist nämlich so Wahnsinn. Wir werden hier noch oft solche Szenen haben, wo ich gerne einfach nur Nasi beobachte, mit wie ihr ab und zu leider wirklich das Gesicht entgleist. Oh. Und man sich so denkt, na Maus, siehst du es jetzt wirklich gerade so? Ja. Aber die sind in dem ganzen Gespräch mit Kevin die ganze Zeit darauf erpicht, immer wieder zu sagen, wie krass deren Kommunikation ist, sie sich Freiräume lassen etc. Und einfach, dass sie wirklich viel reden. Trotzdem war der Einspieler von Temptation Island, er ist von heute auf morgen nach Innsbruck gezogen. Und da war nicht viel besprochen vorher. Ich glaube, auch die Nachricht haben wir immer noch im Postfach von dir, Nasi. Als wir das noch bei Insta am Anfang besprochen haben, die allererste Folge, da habe ich, glaube ich, irgendwas dazu geschrieben von wegen, hey, und er ist einfach nach Innsbruck gezogen. Mhm. So. Das war anscheinend ein Bedürfnis und ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass darüber, über dieses Bedürfnis kommuniziert wurde. Warum habt ihr euch denn da zwei Tage nicht mal eingeschlossen? Ja, frage ich mich auch. Naja, und ansonsten Stani. Es ist doch kaum ein Unterschied, ja, ob ich jetzt tanzen gehe oder nach Innsbruck ziehe. Nö, es ist leichter. Wenn du tanzt, gehe ich nach Innsbruck. Aber warst du eigentlich überhaupt noch geschockt, for real, über seine Bilder? Ich war geschockt. Also, was heißt... Ich habe es nicht erwartet. Also, ich sag mal so. Wir haben natürlich, bevor wir reingegangen sind, viel besprochen. 100%, was passieren kann, wie weit wir gehen und so weiter. Und dementsprechend wusste ich auch, dadurch, dass wir diese Grenzen so echt frei gemacht haben, außer dieses Küssen, im Bett schlafen, wusste ich, es werden Szenen kommen, wo getanzt wird, wo Party gemacht wird. Das war abgesprochen. Das war von beiden Seiten einmal unterschrieben. Gut. Okay. Ja. Weil ich wusste, dass ihr das ein bisschen geplant hattet. Natürlich, wie du sagen würdest, hat man sich dann ein bisschen verzockt. Also, aber natürlich verzockt sich, glaube ich, jedes Paar, was da reingeht, weil es werden ja auch... So, und hier bin ich als erstes mal schon gestolpert. Weil es geht so rein, dass Nasi ja eigentlich nur sagen möchte, ja, wir haben viel gesprochen. Ja. Wir haben eigentlich alles genau gesprochen. Ja. Ich hatte bei ihr auch noch nicht das Gefühl, dass sie jetzt mit abgesprochen meinte, dass für Show. Ich dachte, ja, Girl, for you. Genau, und dann fängt Kevin an, ja. Ich habe nämlich dann von Anfang an gehabt, ihr habt es abgesprochen. Ja, na klar, war und ein Josh bisschen verzockt reingefallen. Oder so. Mhm. Aber viel geredet. Und da bin ich auch schon so, ihr habt viel geredet. Ihr habt eigentlich gefühlt, dann kann ich mir vorstellen, jedes Ding darf, was passieren kann, besprochen. Mhm. Weil sie ja dann so tut, na Josh ist ja nicht so der Tänzer und den erkennt sie dann und blablabla. Dass ja aber trotzdem einige Bilder sie getroffen haben und sie auch ekelhaft fand. Ja. Dann sollte sie wirklich über Schauspieler nachdenken, weil anscheinend war das ja unterschrieben. Das und dann aber wieder sagt, deswegen haben wir die Grenzen auch so frei gehalten.
Ich verstehe es also auch nicht so richtig. Also was ist das, die ganze Zeit ein Widerspruch? Weil so. Auch beim letzten Lagerfeuer hatte er ja auch gesagt, okay Schatz, da haben wir glaube ich nicht richtig drüber gesprochen, genau. Nicht klar genug kommuniziert und hier heißt es wieder alles tipptopp, wie ja. Vertrag, klitzeklein, haarklein aufgeschrieben. Also langsam werde ich auch verwirrt. Szenen. Aber ich verstehe gar nicht, warum. Ich verstehe gar nicht. Aber ich verstehe gar nicht, warum verzockt. Weil wir haben von Anfang an, leider wurde es nicht in die Storyline gepackt, aber wir haben von Anfang an gesagt, das sind unsere Grenzen. Und nachdem dem gehen wir und das ist in Ordnung für uns. Mhm. Ich wusste in meinem Inneren, ich weiß, wie Josh ist. Ich weiß, dass Josh ein Hammer-Boyfriend ist, sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen, weil ich bin auch. Weißt du, wie ist so? Aber hallo, Nasi? Jemand zu Hause und da sitzt ja wirklich dieser Mann daneben, der sich benommen hat wie die letzte Axt im Walde und sagt, ja, also ich bin wirklich ein Hammer-Boyfriend. Ja, und sie ja auch sagt, also sie hat dann auch nochmal gesagt, sie ist halt nicht die Freundin, die da den Freund vorführt und so, wo ich so denke, darum geht es gar nicht und dann auch so, mich haben Szenen verletzt, aber nee, es war ja alles abgesprochen. Ich komme nicht auf einen klaren Punkt. Ja, ja. Haben dich die Bilder jetzt am Ende des Tages verletzt oder nicht? Sag es bitte einmal, irgendwie. Es war halt einfach voll viel, weil natürlich die Leute können nur das beurteilen, was die auf den Bildern sehen. Natürlich. Ich, weißt du, und natürlich versuchen die mich, die versuchen mich zu triggern, auf mich einzureden. Und ich war so, nein, ich glaube an ihn, auch wenn ganz Deutschland denkt, ich bin Delulu oder keine Ahnung was. Und das war halt so in dem Moment. Also ich finde auch die Schlussfolgerung daraus so krass, so auch wenn mich alle Leute versuchen zu triggern, auf mich einzureden. Ich verstehe das, dass das bei ihr so ankommt, dass sie ja trotzdem zu 1000% an mancher Stelle dachte, das verletzt mich und es verletzt mich nicht nur, sondern es ist mir auch wirklich peinlich, dass das mein super geiler Hammer-Boyfriend ist und sie sich das aber überhaupt nicht erlaubt einzugestehen und ich glaube auch nicht, dass Josh so vermittelt, sondern da will sie die Ebene haben, hey, wir sind da chillig, aber du musst mich verstehen, wenn ich das die ganze Zeit gesagt bekomme. Ja, also für mich nimmt es auch ein bisschen den falschen Abzweig, so sag ich mal, wo ich denke, es ist so, ich habe ja die ganze Zeit Vivi im Kopf. Oh. Das wird auch mal fast ungefähr gleich ablaufen. Aber ich glaube ihr vielleicht, dass wenn sie mit ihm zusammen ist, die zu zweit sind und was, ist er vielleicht ein Hammer-Boyfriend. Vielleicht ist er auch todesaufmerksam und ganz sweet zu ihr. Aber dann würde ich so fast sehen und sagen, das ist leider doch kein Hammer-Boyfriend. Das ist kein Hammer-Boyfriend dann. Nee, also auch wenn das für dich... Es ist ja trotzdem zu viel und du sagst es in so vielen Sequenzen hier eigentlich immer wieder, dass du sagst, dich haben die Bilder erst verletzt und dann endet der Satz aber wieder ganz anders. Ja. Also ich, meinst du, sie das schon weiß vielleicht selber auch nicht so richtig? Ich glaube das auch. Oder manches will sie sich vielleicht auch einfach nie eingestehen, weil die Gefühle einfach noch so groß sind. Und Schweigepflicht haben. Der Versprecher, der war die letzte Zeit sehr präsent. Also, ich bin eine Person, ich habe immer Sprechfehler. Deswegen mache ich auch dieses Englisch-Deutsch. Ich schwöre, genau so ist es. Ich habe 1:1 gesagt, ich habe Josh versprochen, wenn er die definierten Grenzen nicht überschreitet, ich unsere Beziehung nicht in Frage stelle. Das war genau der Satz. Hast du das frühere oder was war? Nein, ich habe gesagt, die Beziehung nicht in Frage Beziehung nicht in Frage stelle. Und die Erklärung ist, dass ich einfach in dem Moment zwei Wörter vorgedacht habe und dann gecheckt habe, okay, das war kein korrekter Satz und dann wieder zurückgerudert bin. Aber das war die Erklärung. Die Leute, die das denken, sind auch nicht die hellsten, weil es ist doch wohl klar, dass ein Sender davor prüft, ob man wirklich zusammen ist und dass die da Profis sind. Halt das ist ja Bullshit, dass man da als Freundschaft reingeht und das alles durchfaked. Also das ist ja Nein. Das ist also ich will es nicht ausschließen, dass es schon gegeben hat, aber... Die sind da, ihr kennt das ja, ne? Ja. Die sind da sehr kleinlich und das wird schon sehr alles geprüft und so. Für mich ist das schon wieder wie, wo ich sage, warum verteidigst du getroffene Hunde Bellen-Style? Nee, also es wäre auch mit der Produktionsfirma, die würden das ja auch checken und so. Maus, bist du dir da wirklich ganz sicher? Also willst du mich komplett verarschen? Udo und Emmy. VIP-Staffel. Das ist ja wirklich die größte Frechheit. Und die Leute sind eh nicht so hell. Die das denken, sind eh nicht so. Okay, ich sag mal, wäre das jetzt am Ende von Josh nie gekommen, ich hätte es alles so stehen lassen können. Weil ich muss auch ehrlich sagen, als ich das damals geguckt habe, ist es mir jetzt nie so aufgefallen. Die wollte ich bestimmt Freundschaft sagen, sondern ich habe damals schon gedacht, dass sie das einfach nur, dass sie in Frage jetzt schon sagen wollte. Ja. Und irgendwie wäre das für mich legitim. Ist aber trotzdem lustig, dass gerade sowas, also jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht unterstellen, aber so vom...
vom Zufall, sage ich jetzt einfach mal, ja, bei dem Paar, wo man eh ja schon ein bisschen überlegt, dass da das kommt? Ja, so, deswegen wollte ich so, ich kann das akzeptieren, aber das, was du sagst, plus wie er es danach direkt reagiert hat. Ja, ich finde es, ich war ja auch die prüfen das ja so krass. Wie sollte das denn prüfen? Ihr wart schon zusammen bei Make Love, Fake Love. Aber keine Ahnung, von mir aus sind die ja auch einfach zusammen. Aber irgendwas Komisches ist im Busch bei euch zwei. Ich muss es so haben, ist mein Feeling. Sorry. Was war euer Ziel vor der Teilnahme? Ne, ihr habt ja bekannte Freunde. Ja. Ne, die wart ja auch schon mal in einem Format. Ja. Ne, der Versuch ist natürlich auch da, wollt ihr noch bekannter werden? Also ich glaube, jeder, der in eine Show geht und sagt, nee, also ich will nur meine Treue testen, vielleicht 20% ja, aber 80% nee, ist ja nicht so. Ganz ehrlich, Hand ja aufs Herz. Dafür ist Temptation ein Wort zu bekannt mittlerweile. Genau, also genau. Also darf ich kurz sagen? Ja, genau, also das auf jeden Fall. Vor allem, ich habe auch, Alisa ist meine beste Freundin, wir kennen Yasin, die haben uns natürlich auch so ein bisschen Tipps gegeben. Wir dachten, ja, das wird eine ganz entspannte Reise, geiles Abenteuer. Ich arbeite im Office, ich habe gar keinen Bock auf so ein Leben. Ich dachte mir, geil, ich gehe jetzt mit Joshi Temptation Island machen, geiles Abenteuer, so waren wir. Aber schau mal, wie gut sie das macht vor der Kamera. Ich finde, sie ist eine geborene Performerin und sie gehört ins TV. Und es war auch länger ein Traum von dir, das kannst du ja auch ja offen sagen. Ich habe auch getanzt immer und auch beruflich und ich liebe das. Mir macht das unheimlich Spaß. Du kommst aus der Komfortzone raus. Ja. Ich bin... Warte mal. Und sie ist auch eine geborene Performerin. Na, dann kommt der Manager rein. Die tanzt nämlich auch und die macht das super. Wenn ihr euch das mal anguckt, die hat das so klasse gemacht. Lass reden zu, let's dance. Ich bin auch eine Performerin. Ja, könnt ihr meine Eltern fragen. Ist ja so. Oder das Nokia MP3-Handy anhören. Ja, anhören. Na? Naja, das sind geile Aufnahmen. Wenn man so dachte, hau ich jetzt Instrumente rein? Ja, ja. Und dann nehme ich mich mal auf, weil es klingt ja so krank. Hab meistens danach gleich wieder gelöscht. Ja, es ist alles wild. Also, ja, ich habe das geguckt und es war für mich, Fiebertraum ist zu hoch angesetzt. Aber ich denke mir so, ihr habt euch viel zu viel auf, für dieses Interview habt ihr euch schon wieder viel zu viel vorgenommen. Ja, unterschreibe ich, brauche ich nicht mehr zu sagen. Auch kamerascheu von Natur aus und ich habe mir einfach vorgenommen, so rein da. Gerade weil das meine Angst ist, gehe ich drauf zu, ja, ich springe da ins kalte Wasser und kann daran wachsen, weißt du? Deswegen, na klar, so zur Erklärung für dich, es geht nicht nur darum, ja, wir wollen unbedingt um jeden Preis Fame werden und setzen unsere Beziehung aufs Spiel. Nein, ey, ich finde es krass, dass wir das so gerockt haben und bestanden haben, ja, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe. Das liegt halt auch an mir, muss ich mal kurz sagen. Das spricht doch für unsere Beziehung, oder nicht? Ja. Dass wir gerade wenn man so eine Scheiße baut und trotzdem das Vertrauen noch da ist, spricht doch dafür, ja, dass das Vertrauen sehr aber stark ist. Aber es ist auch Arbeit, weil wir haben uns sehr nach dem letzten Lagerfeuer sehr viel Zeit genommen. Mhm. Ich will jetzt nicht zu viele Namen nennen, aber wenn du nach 8 Jahren Beziehung zum Beispiel, wenn dein Partner nicht saufen darf, weil du ihm nicht vertraust, weil vielleicht irgendwas passiert, dann stimmt doch was beim Vertrauen nicht. Ja. Wenn dein Freund ein Stiffy haben kann, deine Freundin sagen kann, mit wem sie Sex hat und Sex hätte, so wie es bei uns halt war, das spricht doch dafür, dass das Vertrauen da ist. Wenn man danach sagt, alles ist fein, oder nicht? Ja, normal. Ja. Richtig eigentlich Bock, so den Wurstgulasch von vorhin auszukotzen. Maus, du kannst nicht die Leute als nicht ganz hell bezeichnen, die denken, ihr seid vielleicht nicht zusammen und dann selber so eine Scheiße labern, wie ich selten gehört habe. Das ist wirklich von A bis Z. Also, wenn dein Freund Stiffy haben kann und auch sein Stiffy immer mit dem zu vergleichen, sie hat in dem Spiel sagen müssen, mit wem sie sich vorstellen könnte, hier Sex zu haben, wenn sie müsste. Und du laberst hier davon, dass ihr wirklich so ein geiles Vertrauen habt. Es ist schon saustark. Das ist schon echt saustark. Und dann sage ich wieder, dass wir das so gemacht haben, dass ich die gerockt. Ja, und er ist so, Alter, dass ich die ganze Scheiße gemacht habe. Und die wird trotzdem noch verziehen. Geil, schon stark. Und Nasi ja noch so. Naja, das ist aber auch wirklich stark von ja, mir. Da kannst du auf die Schulter klopfen, Nasi. Wirklich ganz beide toll gemacht. Ich fühle wirklich. Sind wir in einem Paralleluniversum, dass das so schwer zu verstehen ist, dass nichts daran, dass das nicht geil ist den, also und dass das auch nichts mit einem saustarken Vertrauen zu tun und hat. Und auch nichts mit einem Hammer-Boyfriend, meiner Meinung nach. Ist so, also schön, Nasrin, wenn das für dich ein Hammer-Boyfriend ist, weil ich glaube, für viele ist es das nicht und dann ist er nämlich schon mal weg vom Markt, weil sonst hat er, glaube ich, nicht also so viel Chance. Also hätten meine Eltern diese Bilder gesehen von dir, wenn das mein Boyfriend wäre. Oh. Meine Mutter hätte gesagt, es tut mir leider leid, Lena. Geht nicht. Dann geh mit Gott, aber bitte geh, wenn du bei dem bleiben willst. Dann müssen wir dich leider aus der Familie entlassen. Also, aber anders geht's nicht. Die würde sagen, du kannst jetzt mal ins Kloster gehen. Hast du mal geguckt, ob es in Innsbruck ein Kloster gibt?
ich wusste nicht, wie, was ist Joshs Antwort auf die Bilder für mich? Mhm. Verstehst du, ich meine? Mhm. Es ist ja auch immer, guck mal, jemand baut Scheiße, jetzt nicht Josh allgemein. Und dann kommt es immer darauf an, wie reagiert die Person danach? Bereut er das, sagt er, hey, da war es vielleicht ein bisschen zu viel, dadada. Oder ist er so, hä, was machst du jetzt für einen Stress? So, ich habe einfach... Verstehe ich erstmal bis hierhin. Gehe ich auch mit. Hier ist es noch logisch. Ja. Wir sind wieder am Anfang vom Satz. Wo man wieder sagt, ja, girl, got you. Das Gespräch, ich habe alles direkt angesehen, war ehrlich, habe Sachen erzählt, die auch nicht gezeigt wurden. Ja. Alles, was ich an Scheiße gebaut habe, habe ich direkt offen gesagt. Deswegen ist jetzt auch bei der Ausstrahlung gibt's keine Überraschungen. Nee. Und fertig. So, okay. Wir haben drüber geredet. Und, und was waren so die Bilder, wo dich am meisten so getriggert haben? Halt der Stiffy. Also du hast echt einen Stiffy gekriegt. Ja, so einen halben. Ich bin jetzt hier zum dritten Mal. Irgendwie haben mich die Bilder schon beschäftigt. Und eigentlich ist es auch immer wieder der Stiffy. Und dann endet die immer wieder drauf. Dann, ja, aber wir haben ja drüber geredet. Ja, er konnte es mir erklären. Das ist so ein Wahnsinn, Leute. Wir wissen, wir wissen nicht, was wir dazu noch sagen sollen. Wir hören uns hier alle zwei Fragen die gleiche Loop an. Und ihr auch von uns. Leider ist auch so. Ja, aber ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es ja angeschaut. Zweimal sogar. Nee. Oder? Bestimmt auch öfter. Das ist bei mir normal. Ich hat sie gerade Nein gesagt? Nee. Maus, du hast doch beim Lagerfeuer... Hä? Lagerfeuer hat Lola auch gesagt zweimal. Und da hat sie gesagt, ach, bei der gleichen Frau. Wie sie guckt da. Ich habe jeden Tag 10-mal einen Stiffy, das ist normal bei mir. Würde es dich stören, aber wenn er auf einmal da irgendwie, keine Ahnung, also tanzt er auch mit anderen Frauen, wenn ihr auf eine Party geht? Nein, die grenzt bei dem Tisch natürlich nicht. Spiegel nicht. Alleine ja. Bro, das ist eine Show, das ist anders echte Leben. Okay, das heißt, die Grenzen bei dem Tisch habt ihr schon viel, viel weiter höher gesetzt. Als im Real Life eigentlich. Oh, warum? Ja. Weil wir uns darauf einlassen, weil es ein Experiment ist. Es geht Temptation Island ist ja nicht das normale Leben. Wenn wir das in die Treue im normalen Leben testen wollen würden, dann bräuchten wir nicht zu Temptation Island gehen. Und daran habe ich jetzt nichts mehr gecheckt. Ja, nicht verstanden. Warum? Also Temptation Island ist nicht das echte Leben. Warum habt ihr die? Weil wir uns darauf einlassen wollen. Wir wollen ja die Treue testen. Warum und wenn wir es im echten Leben machen wollen, dann wäre es ja gar nicht so. Dann wären die Grenzen nicht so weit oben. Hä? Dann, also... Ich habe nichts verstanden. Ich weiß nicht, was sie sagen wollte. Im echten Leben sind deine Grenzen viel lower, Nasrin. Dann definitiv sollte dieser Mensch nicht mehr neben dir sitzen. Weil gerade am Anfang hast du uns 10 Minuten erklärt, it's Joshy. Und er ist ein Hammer-Boyfriend und dass das alles nicht schlimm war. Nee, ach, Hä? Ich weiß nicht, was. Ich bin sprachlos. Das meine ich ja. Ja. Du bist danach verlassen. Ja. Alles in meinem Körper hat mich verlassen. Ja. Ja. Ich kann da auf jeden Fall verstehen, der das scheiße findet, was da passiert ist, aber reden wir mal Klartext, vergleich mal mit anderen Staffeln. Es ist einfach nichts passiert. Deswegen mussten die Kleinigkeiten nehmen und das groß aufbauschen und im Endeffekt zeigen, wie ich irgendeine cringe Story. In dem Moment, wir fanden es alle sauwitzig. Wir saßen da, wir fanden alles was wir da gemacht haben, unterhaltsam. Ach so. Und sie haben halt was rausgenommen und es auch aufgebauscht zum Teil. Ja. Zum Teil war es scheiße von mir, ja, aber es gibt doch auch kleine Sachen, die. Oder nicht? Was war denn eine kleine Sache, dass du die Dicky auf deinen Sch** gesetzt hast und dann dass du zu der anderen gesagt hast, es gibt mal richtig Gas hier, dass du gesagt hast, ich komme gleich, wenn ihr hier rumshakt, dass die Girls gesagt haben, er verführt uns, ist schon ein bisschen too much. Fand es wirklich alle richtig lästig. Da saßen wir alle da, da haben wir alle drüber gelacht. Das ist ein Hammer-Boyfriend. Natürlich hatten wir Staffeln, wo es schlimmer war, aber das ist wieder das Gleiche, nur weil es mal schlimmer war, ist das ja jetzt nicht, ach, dann geht das. Die haben das jetzt einfach nur, ich bin jetzt das Bauernopfer, weil nichts Schlimmes in der Staffel passiert ist und deswegen bauschen sie das bei mir auf, Nasi. Nasi, du kennst mich doch, ich bin doch Joshi. Schatzi, ich sag kurz, ja? Wo fängt Fremdgehen bei euch an? Und ich meine, sich Temptation Island, was würde dich schon stören, was er tun würde und umgekehrt, wenn ihr jetzt nicht bei Temptation Island seid? Ich glaube, Fremdgehen im normalen Leben ist auf jeden Fall schon so, zum Beispiel mit jemandem schreiben, ohne so intensivere Gespräche kennenlernen, ohne dass der Partner das weiß, da fängt es schon an. Und dann halt natürlich so, ja, küssen, miteinander schlafen. Das heißt, im normalen Leben würdest du es niemals akzeptieren, tolerieren, das, was er da gemacht hat bei Temptation Island? Er hat ja nicht geküsst, er hat auch mit niemandem geschlafen. Aber dürfte er in einer Disco genauso tanzen und sagen, ey, gib mir heute alles, heute Nacht? Und wenn er einen Stiffy kriegt und so? Nee. Okay. Nee, auf keinen Fall.
Also, was auf keinen Fall würde sie ihm nicht verzeihen? Ja, wenn er so tanzt oder so ein Stiffy kriegt, so mit den Mädels umgeht, dann echt. Im wahren Leben. Also Nasi, wirklich, wir können jetzt nur unser Postfach dazu empfehlen. Und eigentlich, also ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hier, jede Folge, das ist jetzt für mich schon Folge 13. 14 sogar, glaube ich. 14. Kriegen wir Kommentare, haben wir Nachrichten, es steht bei YouTube, es steht eigentlich überall, dass jeder deinen Joshi nur so kennt aus München, das in den kommt Clubs auch dazu. Und in Innsbruck. Also sind die Scheuklappen, sind die einbetoniert hier an der Seite? Müssen wir da mal richtig auflockern und das rausziehen? Ich weiß nicht, was da alles blockiert ist. Nee, schau mal. Wir sind schon locker auch so beim Feiern und okay. Josh darf auch mal so ein bisschen feiern und ich auch, aber... Für mich war nach Temptation das Kapitel zu mit also den Verführerinnen. Gar nicht mehr gemerkt. Okay, das ist krass. Show und dann konzentriere ich mich auf meine Frau und fertig. Okay. Genau. Und dann im Whirlpool hat sie herausgekriegt, ihr seid euch irgendwie näher gekommen. Und dann, ja, wie ist deine Sicht der Dinge? Nee, also näher gekommen ist halt ein dehnbarer Begriff. Deswegen haben wir uns da wahrscheinlich missverstanden. Okay. Also für mich war näher gekommen halt irgendwie, dass wir Stiffy kriegen und so intim werden halt, ne? Du hattest, also ich saß im Whirlpool. Da war ja nochmal das Stiffy-Thema. Genau. Und wie kam es dazu? Also woher weiß sie, dass du ein Stiffy hattest? Hat dieses gemerkt oder wie? Genau, sie war mit ihrem Ellbogen, ist sie halt so dran gestoßen ein bisschen. Aber ich meine, ich hab halt entspannt und wieder, das ist halt mein Körper. Ich bin in einem Whirlpool, hab was getankt, da ist eine Verführerin. Es sind schöne Blubberblasen, die von unten so, weißt du, da kommt eine Erektion. Ja, mein Gott, so das weiß ich nicht. Alter, wie bist du 17, Alter? Das ist ja Panne wie Sau. Ja, ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe einen fahren lassen, dann kamen die Blubberblasen und dann ging der Stiffy halt mit hoch. Der Stiffy. Mann. Hä? Nee. Nee, man weiß, die haben ja gespielt. Ich hab eine Taschenlampe mit reingenommen. Die haben ja das. Und die haben ja gespielt. Und die haben ja gespielt. Da kann das ja dann mal passieren. Es ist... Also auch, dass Nasrin da daneben sitzt und so macht. Es ist sein Körper. Was soll man denn machen? It's Joshis Körper. Na, vor allem im Whirlpool, da wurde ja auch konzipiert. Er hat entspannt. Darf man nicht mehr entspannen. Wenn es nach mir geht, nein. es geht nur noch so darauf zu reagieren. Dass ihr wirklich euch diese Scheiße glaubt, das ist... Also, oder dass ihr uns weiß machen wollt, dass ihr diese Scheiße voneinander glaubt, das ist eine Frechheit. Und dass sie das gesteuert hat sozusagen, dass sie auf Halbgas ist und deswegen nichts passiert ist, das ist Bullshit. Weil sie hat noch gesagt, ich gehe heiß duschen und so weiter. Ich habe mich eingesperrt in dieses Zimmer und sie hat nochmal die ganze Zeit versucht, leg dich doch ins Bett und so weiter. Okay, also ich habe von A bis Z genau gewusst, wo meine Grenzen liegen. Aha. Ja, ich habe sie teilweise vielleicht ein bisschen zu sehr ausgereizt, aber überschritten habe ich nicht. Ich hatte einen Stiffy, er kam aber nicht zum Einsatz. Hä? Ich war an dem Gesicht dran von der Verführung, hab sie aber nicht geküsst. Ich habe mich gut mit einer verstanden, habe aber keine emotionale Bindung aufgebaut. Und so weiter. Ich war immer bei allen Themen, bei allen Grenzen, war ich so ein Stück davor. Und das war mein Ziel und das habe ich so durchgezogen. Und ich glaube, dass wir stolz darauf sein können, dass wir uns so weit vertrauen, dass wir überhaupt so weit gehen können. Und jetzt gestärkt als Paar daraus. Ja, Hammer. So. Da kann man wirklich stolz sein auf sich auch. Ja, toll also, gemacht. Wirklich das Ding ist, ich verstehe, dass er das wirklich genauso denkt und das auch Nasrin so vermitteln kann. So, ey, wir haben gesagt, wir lassen uns voll auf die Temptation ein. Ja, wir okay. Wir gehen bis an die Grenzen und so wie er das erklärt hat, sitzt man auch da und sagt, ja, okay. Nasi kann sich halt nur nicht eingestehen, dass das zwar abgesprochen war, aber ihr das eigentlich im Nachhinein eben nicht so passt. Das ist too dass much sie da nie freigeistig war. Genug wahrscheinlich ist. Und das ist der Punkt, der mich, glaube da am meisten stört. Und das behaupte ich auch einfach so. Sie labert hier irgendwas davon. Es kommt drauf an, wie derjenige, der Scheiße gebaut hat, dann irgendwie da auch reagiert drauf. Ja. Und dann denke ich mir so, dein Boyfriend sitzt gerade da und sucht, also bringt mir irgendwelche Argumente, die zwar okay sind, aber versucht sich so aus dem Treibsand so rauszudingsen. Ja. Er hat einmal gesagt, war ein bisschen scheiße. Das nenne ich wirklich Einsicht. Aber wer weiß, sie haben sich auch eingesperrt. Vielleicht zwei Wochen. Ja, na eben. Im letzten Teil habe ich mir jetzt noch einen Schmankerl mitgebracht. Oh, es geht jetzt schon mal überleitend praktisch zu Vivi und Mo. Und da hat Joshi natürlich, because it's Josh, eine Meinung zu natürlich. Die wird bestimmt Hammer wieder sein, wie er so ist. Fandest du, dass das eine Story aus dem Real Life von davor in die Sendung mit reingenommen wurde?
Hat das mit Temptation zu tun? Findest du nicht auch, doch, dass doch, man doch, so... Doch, auf jeden Fall. Schon? Ja, natürlich, ich weil das ist es ja, ne? Weil als soll das Real Life der Paare und der Beziehungen bei Temptation so. Island auch reingebracht werden. Okay, ne? Okay. Ja. Deswegen ist ja das, was mich da so ein bisschen noch aufgeregt hat. Wir wollen ja als Zuschauer dieses Real Life haben. Wir wollen nicht, dass da irgendeiner was plant. Wir wollen, dass ihr in die Scheiße geratet oder dass ihr da plant oder... Ja. Weißt du, das willst du halt immer sehen. Hm. Und deswegen war das ja auch immer so. Ist doch Wahnsinn, wie Josh da reinschaltet. Na jetzt mal, wie findest denn du das? Du musst mal wirklich abwarten. Dass da eine Story aus dem Real Life da einfach mit reingenommen wird. Und Kevin ganz klar sagt, ja, finde ich in Ordnung so, finde ich super. Ach so. Ja, ich auch. Okay. Ja. Also klar, ich verstehe, dass man da auch sauer ist über unsere Reaktion, wenn man weiß, dass zum Beispiel auch Mark Robin, den haben wir auch richtig gefressen, wie des Todes. Ja. Aber das macht es ja jetzt auch nicht unbedingt besser, das, was hier abgeliefert wird. Wir betrachten alles neu und alles neu scheiße. Also es tut mir leider, aber ich kann mir vorstellen, dass ich Nasrin wirklich mögen würde. Ja. Wirklich? Ja. Weil ich finde, die auch hat einen coolen Charakter, eigentlich so für sich selber, nee, ja. In Sachen Beziehung, dass ich die gerne in weiteren Formaten sehen möchte. Die beiden zusammen muss ich, glaube ich, in Zukunft wegignorieren, weil ich denen nichts mehr glauben werde. Gar nichts. Für mich ist alles, was, wo ich die dann zusammen sehe, nur noch ausgemachte, geplante Scheiß-Freak-Show und abgemacht und wollt uns verarschen-Show. Wow, was wir dort gesehen haben. Ich denke mal, eure Meinung findet sich schon fleißig in den Kommis wieder. Natürlich, wir haben es jetzt schon gesagt, Vivi und Mo waren auch noch da. Also checkt auch den nächsten Teil ab. Ich weiß nicht, wann er kommen wird, aber ihr werdet es sicherlich merken. Und wenn ihr Angst habt, das zu verpassen, dann würde ich euch ein Follow bei Insta ans Herz legen, denn spätestens da kriegt ihr alles mit. Oder ihr aktiviert hier mal die Glocke. Hallo, mal die Glöckerle, die ist doch hier. So, und jetzt seid ihr so wie ihr bleibt. Wir müssen...